Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich melde mich von der Mami-Front am Krankenbettlager. Es ist verhext. Meine drei Kinder, die waren in den letzten zwei Wochen wirklich erkrankt. Also nicht mal so eine kleine Erkältung, sondern es hat sie ganz schön erwischt. Es ist klar, die Kinder gehen in die Schule und im Kindergarten und da ist die Ansteckungsgefahr natürlich viel größer. Das heißt, meine beiden anderen Mädchen sind jetzt mittlerweile gesund, aber die mittlere, die liegt jetzt noch hier im Bett quasi, auf dem Sofa, auf der Couch. Und ich habe sie jetzt ganz kurz eine Serie schauen lassen. Und diese Zeit nutze ich jetzt ganz schnell, um euch eine Box zu zeigen. Und lustigerweise eine Apothekenbox. Passt. Das ist diese Apothekenbox. Nennt sich Sunnycare Box. Ja, hier steht noch drunter Eucerin and Friends. Eucerin, die Marke, ist eigentlich ziemlich bekannt. Und Verpackung finde ich wirklich sehr, sehr schön. Mit, was ist da drauf? Mit Früchten, Blumen, so ein Typchen, Medizin, Fläschchen, Döschen. Passt zu der Box. Und die öffnen wir jetzt einfach mal. Den Deckel tue ich weg. Die Box kommt dann erstmal so an, mit einem Wickelpapier. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht geöffnet und ich bin jetzt sehr, sehr neugierig, was sich darin befindet. Das hier ist die Beilage. Hier stehen die Produkte aufgelistet mit den Preisen und ich sehe, da sind sehr viele Sachen drin. Und jetzt legen wir mal los. Und das sieht schon wirklich sehr vielversprechend aus. Das erste Produkt, was ich hier rausnehme, das ist eine Maske von Luvos. Und zwar die Vitalmaske, fördern natürliche Zellerneuerung mit Quittenextrakt und naturreiner Heilerde. Finde ich sehr gut. Masken liebe ich und freue ich mich sehr drüber. Dann haben wir hier eine kleine Gratisprobe und zwar von VitaActiv. Ich denke mal für eine Anwendung. VitaActiv B12 Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B12, L-Glutamin und L-Serin. Einmal Magnesium Diasporal 400 extra. Direkteinnahme ohne Wasser. Finde ich auch ganz toll. Das hilft dann auch wirklich sehr, wenn man Magnesium nochmal zusätzlich zu sich nimmt. Und von daher bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob das hier schmeckt. Ohne Wasser. Dann habe ich hier einen Tee und das sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Bauerngartentee, Glückseligkeit, Früchtetee mit köstlichem Beerenaroma lädt ein zum Träumen. Hört sich wirklich sehr interessant an und ich liebe Tee, also ich trinke sehr gerne Tee. Ich mache mir dann immer eine große Kanne voll für den Tag und probiere auch sehr, sehr gerne verschiedene Teesorten aus und von daher bin ich auch hierauf sehr gespannt. Dann hier noch ein Produkt und zwar Orthomol Vitamin D3 Plus 60 Kapseln. Das ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel mit Physalis Fruchtextrakt. Das nächste Produkt ist eine Mundspülung, ein Konzentrat von der Firma Meda. 20 Milliliter sind da drin. Salvia Galen Madaus, sagt mir jetzt so nichts, was das bedeutet. Auf jeden Fall ist es eine pflegende Mundspülung und konzentrierte Pflege und Erfrischung. Dann habe ich hier noch einmal eine, ich denke mal, das ist eine Probegröße, Freiöl, Pflegeöl. Das wird wohl ein Gesichtsöl sein und ich bin mir ganz sicher, dass das eine Probe ist, eine kleine Zugabe von 15 Milliliter. Dann habe ich hier von Eucerin eine Sunlotion, extra leicht, wasserfest, kein klebriges Hautgefühl, zieht schnell ein, für empfindliche Haut geeignet
mit Lichtschutzfaktor 30. Und ja, darüber freue ich mich, weil ich das dann austesten kann in unserem kommenden Urlaub in Kroatien. Da sind aber eine ganze Menge Produkte drin, muss ich sagen. Und somit kommen wir wieder zu einem weiteren Produkt von Eucerin. Empfindliche Haut, Aquaporin, erfrischende Lotion. Optimale Feuchtigkeitsversorgung, selbst in tieferen epidermalen Hautschichten. Es ist eine medizinische Hautpflege und ja, ich finde es gut. Vielleicht kann ich das für meine Kinder anwenden. Da muss ich mal schauen. Ist für empfindliche Haut geeignet. Ja, probiere ich gerne aus. Und noch ein Produkt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Und zwar ebenfalls von Eucerin für empfindliche Haut. pH 5 Hautschutz Duschgel. Auch eine medizinische Hautpflege, 50 ml, dann nach dreimal Anwendung ist das Ding ja leer, aber trotzdem freue ich mich, dass ich es ausprobieren kann. Ah, kann ich mehr. Und das nächste Produkt von Eucerin, Dermatoclean Micellenreinigungsfluid. Oh, das ist gut. An empfindlicher Haut getestet, 3 in einem für alle Hauttypen. 3 in einem? Was ist denn das 3 in einem? Micellenreinigungsfluid. Da muss ich gleich nochmal schauen. Mal gucken, ob da was auf dem Beiblatt steht. Auf jeden Fall Micellenwasser. Ich probiere sehr gerne verschiedene Micellenwasser aus. Und deswegen freue ich mich, dass das dabei ist. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Freiöl, Handcreme für trockene Haut. Freue ich mich sehr darüber. Handcremes kann man immer gut gebrauchen. Ich habe hier auf meinem Nachtschränkchen eine Handcreme stehen. Im Schreibtisch, im Auto. Und meine Kinder bekommen jeweils auch immer eine Handcreme. Und im Badezimmer steht auch eine. Also wir sind da immer sehr gut ausgestattet mit Handcremes. Und von daher, ein Vorrat kommt mir gerade recht. Und wieder ein Produkt von Eucerin. Das ist eine Tagescreme für trockene Haut. Finde ich auch sehr gut. Hyaluronfiller nennt sie sich. 20 ml drin, sind drin. Finde ich super gut. Jetzt im Winter neigt meine Haut sowieso zur Trockenheit. Durch die Heizungsluft und durch die kalte Luft draußen. Und von daher freue ich mich sehr, diese austesten zu dürfen. Und das letzte Produkt, und ich denke, das reicht auch. Das letzte Produkt, das ist von Hansaplast. Eine Limited Edition Travel Safe. Das sind wohl Pflaster für die Reise. Und das Süße daran ist die Verpackung. Oh, schaut die euch mal an, die ist so toll. Und zwar ist die aus, ich glaube, aus Blech. Das zeige ich euch gleich in der Nahaufnahme. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön, denn als Hintergrund ist hier eine Weltkarte hinterlegt, vorne und hinten. Und total süß. Das kann man also sehr gut auf Reisen mitnehmen. Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Schaut euch mal die Produkte an. Also da sind so viele Sachen drin gewesen. Nahrungsergänzungsmittel, Pflege, Tees. Da ist eigentlich alles mit dabei. Und ich finde, solche Dinge kann man immer gut gebrauchen. Jetzt im Winter sowieso. Das war jetzt mein Unboxing und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ja, ich gehe jetzt gleich zu meinem Kind, schau mal, was sie macht, ob die Serie zu Ende ist und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.